Hallo zusammen! Moin! Wir sind heute hier zusammengekommen, um ein Getränk zu probieren. Genau. Und zwar ist das die Hot Plot Mocha Latte bei Cello und bei Abdi. Cello und Abdi. Es ist ein Mocha-Kaltgetränk, also ein Kaffee. Jetzt muss ich mal gucken, kann man das so sehen? Ja. Wir sind jetzt nicht die klassischen Produkttester, das wird auch nicht in Zukunft oft passieren bei uns auf dem Kanal, aber es gibt ab und zu mal so ein paar Sachen, die wir gerne vorstellen. Und da ich ein absoluter Kaffee-Junkie bin und das hier ein eiskaltes, cooles Getränk ist, habe ich mir auch eine schöne Sonnenbrille dazu angezogen. Wir haben 9:30 Uhr abends. Ja, es ist ein Mocha Latte und dann habe ich mal so ein bisschen gegoogelt, was ist das, Hot Blood? Für eine Marke, die macht auch Energy Drinks und solche Dinge. Das hier ist allerdings ein klassischer Kaffee aus dem Kühlregal. Man kennt ja auch heute, ist das ja modern, dass man in diesen Kühlregalen diese verschiedenen Kaffeesorten findet, diese Kicks für zwischendurch. Und das hier ist ein Mocha Latte, also wirklich auf dem klassischen Mocha basiert das Ganze. Bei Cello und Abdi habe ich mal geguckt, das sind deutsche Hip-Hopper, wie man an meinem T-Shirt sieht. Bin ich jetzt nicht der klassische Hip-Hopper, ich bin eher Metal, Hard Rock, Rock. Aber wir haben keine Bedenken irgendwie in irgendwelche Musikrichtungen. Wir sind da völlig offen. Jeder soll die Musik richtig hören. Richtig, keine Vorurteile. Jeder soll das hören, woran er Spaß hat und alles ist gut. Nur haben wir halt natürlich nicht mitgekriegt, dass die halt dieses Getränk da gelauncht haben, weil wir sie halt einfach nicht kennen. Und wir sind eigentlich durch Zufall drauf gestoßen. Ja, ne? Durch Zufall. Und zwar durch einen Sonderpostenmarkt, wo es eine ganze Palette von, eine ganze Charge mit 24 Dosen für 6 Euro statt 30 Euro gab. Und habe aber von mehreren Leuten jetzt auch schon gehört, aus dem Sportverein, die das Getränk kennen und sagen, dass das sehr, sehr lecker sein soll. Also gar nicht so künstlich oder komisch, wie diese manchmal schmecken. Ich bin eigentlich nicht so der Freund von diesen fertigen Kaffees aus der Kühlung. Deshalb lasse ich mich jetzt hier gerne mal überraschen. Gehen wir erstmal auf das Design. Ich finde das Design so geil. Es ist so diese... Halt ein Gesichtchen drauf. Diese Dose schon mal wie so eine... Ist das eine türkische Tapete? Oder ich weiß nicht, so dieser Hintergrund. Dann hat das dieses Gesichtchen... Also ein Gesichtchen ist so geil. Also, das ist irgendwas... Also, es hat auf jeden Fall ein Gesicht und ein Sahnehäubchenhütchen. Ja, und Gesichtchen, also ich muss eh immer alles kaufen lassen. Ja, ist ganz schlimm. Alles, was ein Gesicht hat, muss man... Also was ein Gesicht hat, muss ich kaufen, egal was das ist. Und wenn es Damenbinden sind, ist mir egal. Hauptsache, die haben ein Gesicht. Wenn die mich anlachen, brauche ich das. Also ein Gesichtchen kriegt man mich. Also wenn man, also wenn die Werbung, die hätte es bei mir so einfach. Bei mir wäre es so einfach, Werbung erfolgreich zu platzieren, man muss nur ein Gesicht drauf. Egal, ob das Wurst, Käse, Gemüse, egal was, wenn Gesicht drauf ist, wupp, kaufe ich. Hier sind übrigens 250 Milliliter drin und ich würde sagen, wir probieren unser Getränk jetzt einfach. Ich weiß nicht, mich würde mal interessieren, die Zutaten. Ich sehe mit der Sonnenbrille fast... Ach Gott, ich kann dir sagen, es ist drin pasteurisierte Magermilch, 75%. Also genau, muss ich gar nicht wissen. Wasser, Zucker. Karamellzuckersirup, Kaffeeextrakt, also 0,5% zumindest, modifizierte Stärke, Aromatisierung mit Koffein. Also in den 250 Millilitern sind 10 Gramm Zucker, muss man dazu sagen. Aber das war eigentlich von vornherein klar. Außerdem Koffein und Zucker geht direkt ins Blut, putscht einen direkt auf und dafür sind die ja im Prinzip schon da. Also ich bin echt mal gespannt als Kaffeefreund. Mach mal auf. Und du wolltest es aus dem Glas trinken, dann kann man auch die Konsistenz gleichzeitig mal sehen. Was man noch sagen muss, frei von Konservierungsstoffen. Keine Konservierungsstoffe drin, das ist schon mal sehr gut. Keine künstlichen Aromen, keine Chemie. Oh, passt. Es passt. Es ist ein Glas, das 250 Milliliter aufnimmt, also alles gut. Aber man sieht auch, wenn man das so sieht. Es sieht aus wie so ein Milchkaffee. Ja, wie so ein typischer Milchkaffee. Genau. Jetzt mache ich meine Dose noch auf. Es riecht auch... Nach einem gesüßten Kaffee eigentlich. Richtig. Also der Mann, der trinkt ja eh aus der Dose jetzt. Du trinkst aus dem Glas. Sag mal Prost, sonst nehme ich mal einen Schluck. Jetzt haben wir es geschüttelt. Gut schütteln stand drauf. Mm-mm. Eigentlich hätte man es schütteln müssen. Oh. Oha. Oh, das ist lecker. Schmeckt gut. Ich muss noch mal schlucken. Der schmeckt gut.
Der schmeckt süß. Wirklich gut. Es ist Zucker drin, klar schmeckt der gesüßt, aber jetzt nicht zu übel. Also für mich persönlich ist es jetzt nicht übersüß. Wenn jemand jetzt keinen Kaffee oder kein Cappuccino oder sowas mit Zucker macht, dann ist es vielleicht zu süß. Aber ich mag es gerade sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Das schmeckt echt gut. Also, ich muss jetzt schon mal sagen, ich habe ja schon oft von diesen Kühlungsprodukten, die sind ja meistens in diesen Kunststoffbechern, aus der Kühlung Kaffee getrunken. Aber wenn ich das jetzt hier so probiere, das ist, was mir hier sofort auffällt, und da hat der, ich weiß nicht, wer hat es jetzt gesagt aus dem Sportverein, ich habe einen Namen vergessen. Ich jetzt einen falschen Namen sage. Der hat gesagt, tatsächlich probier die mal, die schmecken nicht so chemisch. Und tatsächlich ist schmeckt es so. Nicht chemisch. Es schmeckt überhaupt nicht. Es schmeckt wie ein Eiskaffee, den man vielleicht auch selber gemacht hat. Also ich denke, diejenigen, die von euch Kaffee trinken, haben auch schon mal Eiskaffee gemacht und so schmeckt es im Prinzip. Ein gesüßter natürlich, klar. Der schmeckt, hat eine leichte Süße, nicht besonders, nicht also so extrem. Also du schmeckst den Kaffee auch raus. Nein, aber es ist überhaupt nicht herb, es ist aber auch nicht süß. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt betiteln soll. Es hat eine feine Mokka-Note, milch, cremig, sahnig, nicht umsonst das Sahne noch hübsch da oben drauf. Ein guter Eiskaffee, da könnten wir jetzt noch ich würde sagen, eine Vanille-Eiskugel. Oder so, genau, das wäre auch gut. Das wäre mal eine gute Idee für die nächsten heißen Tage. Er riecht doch gut. Also er riecht jetzt nicht künstlich oder chemisch, sondern wie ein Eiskaffee halt, ne? Ja, der ist echt lecker. Also lieber Cello und lieber Abdi, ich bin kein Freund von Hip-Hop, aber euer Kaffee ist... aber Kaffee könnt ihr. Kaffee könnt ihr auf jeden Fall. Echt geil. Also, ich muss sagen, auch als Hardrocker würde ich diesen Kaffee absolut empfehlen. Der ist lecker. Und ich weiß nicht, ob er einen Kick gibt. Es gibt viele, die sagen, hey, der wird auch den Kick geben, dass man fit und munter ist. Das weiß ich nicht. Es heißt Zucker, Koffein. Das Problem ist bei mir, ich trinke so viel Kaffee am Tag und das seit ich im Kindergarten bin. Früher in den 70er Jahren war es halt so, dass wir Kinder einen Kaffee bekommen haben. Ein Kinderkaffee. Das war dann halt 80% Vollmilch und dann wurde so ein Schuss Kaffee rein und dann wurde das umgerührt. Kannst du dir heute natürlich nicht mehr vorstellen. Kann man sich heute, wenn man heute dann denkt, Erzieher, um Gottes Willen, das wäre ein No-Go, aber in den 70er Jahren war das völlig legitim. Oder die Oma früher dann beim Kaffee, wenn er nicht genug Milch da war, hat sie halt einen Kaffeekessel, einen Schluck heißes Wasser noch dazu gekippt, dann war das ein Kinderkaffee. Man kann sich jetzt natürlich drüber streiten, ob es geschadet hat oder nicht. Ne? Das ist, kann ich über mich selbst nicht beurteilen. Aber da ich, wie gesagt, im Prinzip schon seit den 70er Jahren Kaffee trinke. Bist du Kaffeeprofi? Bin ich, glaube ich, habe schon einiges probiert und ich bin wirklich angenehm überrascht davon. Jetzt habe ich aber mal nachgeschaut vorher schon und jetzt weiß ich nicht, vielleicht haben welche Ahnung, das ist halt die zwei Jungs, die das kreiert haben. Ich weiß nicht, gehört denen jetzt Hot Blood oder ist das eine Firma, wo die das hin vertreiben? Kooperation quasi mitgehabt haben. Ich weiß nicht, was mit dem Getränk los ist, aber wenn man jetzt auf Amazon geht zum Beispiel, kriegt man es noch in Einzeldosen, in großen Paletten kriege ich es jetzt nicht mehr. Dann war ich auf der Seite von Hot Blood. Da ist es auch vergriffen im Moment. Ich hoffe jetzt nicht, wo ich es jetzt für mich entdeckt habe, dass es schon dass es jetzt eingestellt wird. Das wäre wirklich schade, weil das ist wirklich mal in so ein Kaffee aus dem Kühlregal, was du wirklich trinken kannst. Ich muss jetzt trinken, auch einen Schluck. Ich habe auch noch mal einen Schluck getrunken. Man muss ständig dran gehen, das ist schon lecker. Der ist süffig, der schmeckt lecker. Wie ein guter Milchkaffee oder ein Eiskaffee, könnt ihr selber mal probieren, ist vielleicht sogar eine Mischung draus. Ist eine schöne Kreation, hat ein tolles Outfit, die Dose sieht klasse aus, schmeckt gut und wir kriegen kein Geld dafür, dass wir Werbung machen, aber ich sage es jetzt einfach, wie ich es von mir aus sehe, ihr könnt es ja selbst mal probieren. Also, schmeckt gut. Er schmeckt toll, guckt mal auf der Homepage bei Hot Blood vorbei, ob es nochmal im Sortiment ist, wo es auf jeden Fall bekommt, als Einzeldose bei Amazon, habe ich gesehen, aber wo es sehr günstig im Moment ist, dann müsst ihr aber schnell sein, ist bei Sonderposten. Nee, wir blenden euch unten die Links aber auch in der Infobox ein, da könnt ihr mal selber schauen, wenn ihr Bock auf
das Getränk habt und mal probieren wollt. Da kriegt ihr die jetzt als Palette für 6 Euro natürlich zuzüglich Pfand, weil jede Dose hat nochmal 25 Cent. Und Versand kommt auch nochmal dazu. Pfand, aber es ist geschenkt. Aber es lohnt sich. Ihr kriegt eine ganze Palette mit 24 Dosen für 6 Euro. Ja, also das ist wirklich geschenkt, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum ist da ein bisschen eng. Aber es macht nichts. Und wir haben es auch über den Weg jetzt bestellt und habe mir direkt jetzt noch eine ganze Palette nachbestellt. Und ich hoffe, dass es in Zukunft auch sonst wo wieder zu kaufen kriegt, weil mir das Zeug echt gut schmeckt. Das ist echt gut. Und ja, wie gesagt, Hot Blood. Der Sonnenbrille, ich krieg das hier nicht richtig hin. Aber wir wollen hier cool aussehen. Ja, es muss cool sein. Kalt aus dem Kühlschrank. Mokka Latte. Genau, Mokka Latte von Hot Blood. Bye. Cello und Abdi, falls für dir die Namen richtig ausgesprochen. Also ich denke mal jetzt die Jüngeren unter uns, die gerne Hip-Hop oder Rap hören, die werden dann sagen, ja klar, kennen wir. Aber mir geht es jetzt hier auch hauptsächlich um den Kaffee und dann haben die Jungs echt gut kreiert und der schmeckt echt lecker. Und mehr kann ich eigentlich jetzt nicht dazu sagen. Probiert es einfach selbst mal aus. Ja, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Durchhalten. Wir würden uns auch wahnsinnig über ein Like und auch ein Abo freuen. Und genießen jetzt noch den Rest unseres Kaffees. Bis dann. Prost, tschüss. Und tschüss.